Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute habe ich mir wieder was für euch überlegt. Da ist kein Kuchen drunter, denn ich mache heute ein kleines Steak für uns. Ein kleines. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das so in Deutschland wieder gibt, weil die schneiden hier gerne Scheiben. Das ist eine Scheibe aus dem Hinterschinken, aus der Keule vom Schwein. Und ich habe die im Supermarkt, was heißt ich, Martin, mein Kameramann hat die im Supermarkt gesehen. Und da habe ich unseren Lieblingsverkäufer mal gefragt, ob sie mir mal ein bisschen dickeres Stück abschneiden kann. Hat sie natürlich gemacht. Danke. Ja, und das grill ich heute für uns. Da werden wir bestimmt 2 Tage was von haben, aber ist ja nicht schlimm. Dafür braucht ihr eigentlich halt nur das Steak, ein bisschen Salz und für nachher Kräuterbutter. Und ich würde sagen, wir würzen uns das einmal. Diesmal mache ich das nämlich wieder vor dem Grillen. Guckt euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil? Guck mal, wie dick. Ich find's mega. Oh, ich find's richtig mega. Ja, jetzt habe ich das Fleisch angepackt. Jetzt muss ich mir noch kurz die Hände waschen. Na, dadurch, dass es ja aus dem Hinterschinken ist, quasi, Schinken ist ja Bein, also es ist eigentlich eine Beinscheibe, so denke ich jetzt. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob das jetzt der falsche Ausdruck ist oder nicht? Ich finde es nicht. Mach mal so. So, richtig schön überall salzen. Wir schneiden das Fett aber gleich auch noch ein bisschen ein, wie auch bei der Schafsbeinscheibe. Da haben ja auch manche Leute drunter geschrieben, ja, ist keine Beinscheibe. Ja, es ist eine Scheibe aus dem Bein. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt, ist es eine Beinscheibe. Aber das Schaf, das war so richtig, richtig lecker. So. Gut, viel drauf. Viel hilft viel. Noch mehr hilft noch mehr. Ist auch ein gutes Stück. So, dann alles wieder mitnehmen. So, jetzt, die ist zwar nicht fett, die Fettschicht ist zwar nicht fett, aber ich schneide die trotzdem mal so ein bisschen ein, dass sich das halt nicht so auseinanderzieht. Da bin ich dann auch mal gespannt, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Schweinebeinscheibe quasi. Oder ein Schweinekeulensteak. So, und das kommt jetzt auf den Grill. Ich habe wieder Glut vorbereitet. Das kommt jetzt erstmal direkt da drüber und wird so, na, 3 bis 5 Minuten von allen Seiten angebraten erstmal oder angegrillt. Und dann drehen wir das. Also zwischendurch auch drehen, ist ja klar. Die ersten paar Minuten sind jetzt um. Jetzt drehen wir hier den Klopper mal. Oh, oh. Ja. Und den lassen wir dann jetzt noch mal kurzer drauf, ein paar Minuten, und dann verschieben wir die Kohle. Die Zeit ist um, ich verteile mir jetzt hier die Glut, ich mache mal auch noch ein bisschen nach. Aber irgendwie ist das doch diesmal schneller verbrannt als erwartet. Und dann, wie eigentlich immer oder fast immer, einfach rundherum verteilen quasi. Und dann drehe ich das so alle 15 bis 20 Minuten einmal. Aber das seht ihr ja gleich. Richtig schön halt, dass in der Mitte keine Glut ist. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Die ersten 20 Minuten sind um. Jetzt drehen wir das schon mal. Das sieht geil aus. Ich glaube, ich gucke jetzt erst nach 15 Minuten, wieder nicht nach 20. Aber alter Schwede, sieht das gut aus. Weitere 15 Minuten um. Jetzt drehe ich das erneut. So. Jetzt lege ich gleich noch mal ein bisschen Glut nach. Ich schiebe das halt so weiter in die Mitte, dass das konstant halt die gleiche Temperatur behält. Und dann dauert das schon. Also ist schon Hälfte der Zeit ist wahrscheinlich um. Das ist das, weshalb ich das so gerne mit Feuer mache, auch wenn es mich hier gerade in den Augen stört.
Aber das gibt ein richtig geiles Aroma. Oh, ich kann noch nicht mehr gucken. Und ich liebe das. Oh, sieht das geil aus. Und hört mal. Weitere 15 Minuten sind um. Jetzt drehe ich das noch einmal. Ja. Oh. Oh. Das sieht richtig geil aus. Oh, ich freue mich darauf. Müsste eigentlich gleich schon gut sein. Ich will es halt nur nicht zu rot von innen haben, weil es ist halt Schweinefleisch. Da habe ich doch so ein bisschen Kopfkino dann. Aber das sollte hinhauen. Also bis gleich. Das riecht so geil. Ich tue jetzt das Topping drauf. Die Kräuterbutter. Kann man schön viel drauf machen. Wenn schon, denn schon. Ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, ich habe voll eine Beilage vergessen. Dann meinte er, wir haben nur genug Fleisch. Und das riecht auch geil. Ach so, noch mal kurz zu den Eckdaten. Ich versuche euch jetzt, wenn ich dran denke, halt immer ein paar Eckdaten zu geben. Das Stück hat ungefähr oder knapp 1,8 Kilogramm und hat keine 6 Euro gekostet. Klar, für deutsche Verhältnisse ist das wahrscheinlich wenig. Hier rechnen wir halt immer so die Verhältnismäßigkeit zum Mindestlohn und was man halt hier bezahlt. Aber es ist trotzdem für das Verhältnis relativ günstig. Ist ja auch Schwein. Mein Rind ist schon teurer hier. Alter Schild. Aber nicht so viel. Jetzt warten wir nur noch kurz eigentlich, bis die Kräuterbutter sich so ein bisschen verschmolzen hat. Verschmolzen. Boah, dann holen wir das runter. Guckt euch dieses geile Stück Fleisch an. Also, na, ich hole es mal aus dem Rauch. Oh. Ich sage, es ist etwas lästig mit dem Rauch, aber das schmeckt umso geiler. Ich entschuldige mich schon mal für meinen Hund. Die Kinder spielen da, weil wir heute Feiertag haben. Und sie will mitspielen. Oder den Ball töten. So, alter Schwede, sieht das gut aus. Alter Schwede. Ich bin fassungslos. Jetzt kommt natürlich für mich das Beste. Das probieren. Das ist aber nicht zu roh. Machen wir so, schöne kleine Stücke. Richtig geil. Und richtig schön saftig, also bisher. Das merke ich schon. Und mit der Kräuterbutter. Boah. Boah. Ja. Besorgt euch so ein Stück Fleisch. Alter Schild, ist das geil. Boah. Ja, bevor ich wieder Ärger kriege, auch der Kameramann kriegt Fleisch, nicht viel, aber ein bisschen. Nee, richtig mega lecker, richtig saftig und wie ihr seht, halt absolut nicht roh. Also, ich lege es euch wirklich nach, versucht irgendwie so ein Stück Schinken zu kriegen. Also Schinken kriegt man ja.
schneidet euch eine dicke, fette Scheibe davon ab und grillt euch die. Das ist total geil. Richtig saftig. So, bevor ich viel weiter quatsch, ich will essen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, um keins meiner Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.